Mein Anliegen bei meinen Filzen, dass ich ganz dünne Filze herstelle. Das hat aber zur Folge, dass ich sehr groß auslegen muss. Also je dünner ein Filz ist, umso größer muss man auslegen, umso mehr geht er ein. Dadurch brauche ich immer sehr große Flächen und muss auch sehr sorgfältig auslegen, damit eben keine Löcher entstehen. Und es ist einfach etwas zeitintensiver. Also je dünner der Filz ist, umso mehr Arbeit ist es, auch wenn man es so erstmal nicht sieht. Und ich arbeite sehr gerne mit der Seide, weil die einmal einen ganz anderen Glanz hat wie die Wolle und eben auch dieses dünne Filzen überhaupt erst möglich macht, dass man so ganz dünne und trotzdem stabile Filze herstellt. Ich lege viel Wert auf verschiedene Materialien und auf gute Materialien. Ich nehme für die Taschen zum Beispiel ganz andere Materialien als für die Schals. Für die Schals und Kleidung nehme ich die feinste Merino-Wolle, die ich im Handel kriegen kann, damit es eben angenehm auf der Haut ist, weil viele sind gegen Wolle, das kratzt die und da lege ich eben großen Wert drauf, dass das dann eben das Weichste ist, was ich kriegen kann. Oder ich arbeite zum Beispiel auch mit einer Alpaka-Wolle vom Bodensee. Das ist eine Alpaka-Zucht am Bodensee, die auf weiche Wolle hinzüchtet, dass die Wolle von mir gereinigt und gekämmt ist. Also da ist überhaupt nichts Chemisches dabei. Und da ist dann noch der Vorteil, dass es einfach regional ist.